Hier, Budenzauber bitte wieder. Die Jungs brauchen Schub von der Seite. Und zwar von beiden Seiten. Von dieser Tribüne hier und von der kleinen drüben. Und gerne auch von den Bootshallen aus und von der Bande da drüben und so weiter. Ihr dürft alle mitschreien und mittanzen. Dafür ist dieses Wochenende da. Ja, sonst wären wir woanders. And they're off here with a great start from Great Britain. Stuart Wood out of the blocks the quickest, but that doesn't mean much. There's still a lot of runway left here, and this is all about putting on the afterburners in the final red buoys. 130 Schläge in der Minute macht der Mann da in der Mitte. Das ist ja schneller, als ich meinen Hof fegen kann, mein lieber Schwan. Und dann gibt's rechts und links, außen drum, Steuerbord und Backbord, weiß und schwarz, die beiden Jungs aus Usbekistan und Neuseeland. GB continuing to hold on to his lead, but this is where it counts, the final few strokes. And it looks like Uzbekistan is putting on another gear here. He's wringing everything out of his stroke. He's absolutely flying in another New Zealand sprint to come across the line. It'll be Uzbekistan first, GB second, New Zealand third. Die ersten drei gefunden für unser großes A-Finale. Und das sind die letzten ersten drei gewesen, die wir noch gebraucht haben. Dann ist alles zusammen. Dann haben wir 9 und dann können wir morgen loslegen. Dann geht es rund. Der erste Start morgen um 10.06 Uhr. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Rechtzeitig hier sein, bitte. Denn morgen wird es auch hier wieder richtig auf die Augen und die Ohren geben. In vielen spannenden Finals, unter anderem auch am Nachmittag noch die Langstreckenrennen. Also es gibt jede Menge zu sehen. Deswegen schaltet nicht nur ein, sondern kommt auch rein. So, da haben wir sie nochmal im Tableau. Das sind Usbekistan, Neuseeland und Großbritannien, die sich fürs A-Finale qualifizieren. Das B-Finale, das besteht zuerst mal aus Italien. Mirko Nicoli hat sich da hineingepaddelt und der erste Inder, nämlich auf der zweiten Bahn, Jay Deep. Und dann haben wir auf der sechsten Position noch den zweiten Usbeken, nämlich Nazarkulov, der auch dabei ist im B-Finale allerdings, wo es dann eben um die Ehre, um die Plätze 10 bis 18 und nicht mehr um die Medaillen geht. Die anderen drei sind...